So, Haken dran. Haken Joe. Wow. 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 Wie gesagt, die Herausforderung ist okay. Die Herausforderung ist okay. Was mich abfuckt ist, wir haben keine gescheite Hitbox für die Stacheln hingekriegt. Lebt damit. Und ich hasse es, wenn die Dinge nicht im Gleichgewicht sind. Wie gesagt, ich muss ja hochpräzise arbeiten und die scheißen drauf. Das ist, ich meine, das ist wahrscheinlich keine böswillige Absicht, aber, und da steckt hoch, ich will die Entwickler jetzt auch nicht schlecht reden oder sowas, das, nichts läge mir ferner, ich weiß es nur nicht mehr, was da oben war. Ach so, das war der Automat, okay. Aber bevor wir das tun, gehen wir nochmal eben hier eine Stufe in die Etage drüber rein und holen uns den letzten Knoten. Now let my fingers. Jawohl. The mysteries of your rosary are now complete. My task is complete, although my sins have now become unforgivable as a result. I do not know where I will go. But I am sure that it will not be to the other side of the dream. Doch vielleicht geht's ihr jetzt da besser, wo sie ist. My body of blue flame is being extinguished. Vielleicht hat sie sich gerade zur Feuerwehr teleportiert. Okay. Ja, schade. Okay. Ja, schade. Ein Déjà-vu. Nein. Also, what? Nee. Oh Gott. Ach, das ist was. Ich hab's gerade mit dem Handportal verwechselt. Okay. Da müssen wir noch eine weitere Etage weiter. Okay, scheinbar ist es wirklich, wenn man haut. Ja. Ja, ist ein bisschen blöd, wenn ich so ein bisschen Bild hauen muss, weil ich nicht genau weiß, wann ich diese blöde Lampe treffe, um mich weiter noch in der Luft zu halten. Und dann zu einmal zu viel drauf gedrückt habe. Naja, egal. Ich muss es hoffentlich nie wieder tun. So. Der schöne Käfig. Okay, ja, das sind die Gegner aus den Bergen, würde ich mal sagen. Oder zumindest aus den niederen Bergen, aus den nicht eisumwehten Bergen. Das heißt, die sind jetzt auch relativ simpel gestrickt für unseren aktuellen Stärkebonus, den wir eingesammelt haben, der da ziemlich vollständig ist, es sei denn natürlich, es gibt noch irgendwelche ganz tollen Rosenkranz-Items, die sagen, wow, machst doppelt so viel Schaden, wenn du mit deinem Schwert zuschlägst oder sowas. Das weiß ich ja nicht, ob es das noch gibt. Aber ich krieg momentan eigentlich an jeder Stelle, wo ich mich momentan bewege im Spiel, alles in einer Kombo so ziemlich fast tot. Nein. Nein, nein, ich wollte ihm eigentlich den Kopf abziehen. Achso, was ich auch gelernt habe, das ist mir ja vorher tatsächlich nie aufgefallen. Wenn ich einem Gegner einen, ich sag jetzt mal so eine spezielle Finisher-Animation zukommen lasse, dann bekommt man tatsächlich relativ viel Inbrunst. Relativ viel bedeutet von einem der Segmente da oben, die jetzt angezeigt werden, ein Viertel. Muschel der umgedrehten Spirale. Ist das ein Knochen oder ist das... So, und das müsste jetzt das Custodia der Sünde sein. Und damit haben wir, glaube ich... Ja, tatsächlich... Oh, nee, doch nicht. Doch kein Knochen. Damit haben wir, glaube ich, die Voraussetzung geschaffen, das gute Ende uns anzusehen. Aber ich glaube, das werde ich heute nicht mehr aufnehmen. Muscheln mit absurden Windungen, gefunden am Strand. Ihre Form fing die Echos klagender Lieder ein, die mit der Intensität des Leidens des Trägers immer lauter werden. Gewährt Gewissensschutz gegen elementare Schäden. Diese Muschel war ihr sehr kostbar. Sie erzählte, dass sie eine umgekehrte Spirale besaß und man deswegen die sich entfernende Brandung des Meeres hören könne, wenn man sie nah ans Ohr hielt. Ihre Eltern glaubten, der Geist ihrer Tochter habe sich verwirrt und flüchteten, es sei Hexerei im Spiel und die Muschel sei verflucht. So nahmen sie ihr die Muschel fort und warfen sie über das Cliff ins Meer. Das Mädchen fand die Muschel niemals wieder. Aber mehr elementare Schäden
Andererseits bin ich am Überlegen, ich hatte... Achso, das habe ich schon an. Das schützt gegen Magieschäden. Ich glaube, ich bin gegen den Endboss jetzt noch besser gewappnet als vorher auch. So, was ich jetzt noch machen werde, ist, ich werde nochmal zu der oben, der Stelle ganz oben links. Ah, gut, da kann ich mich nach oben teleportieren. Wobei man sich auch nochmal gucken muss, ob ich... Und... Ah, fuck. Und das ist jetzt auch mit vertretbarem Aufwand drin, dass ich von hier... Nein. Okay, dass ich von durch das Teleportieren mir hier eventuell nochmal die Aufladung oder die Kartenstellen von unten hole. Den Knoten kann ich weglegen. Ja, dann fahren wir mal hier ganz am Rand runter. Oh! Oh! Da gibt's sogar noch was. Die Krone des genagten Eisens. Ein aus Eisen geschmiedeter Verlobungsring, der durch den regen Kontakt mit Flammen schwarz wurde. Die Zähne dreier Kiefer bilden liebevoll die kronenähnliche Form. Die Mischung aus Bosheit und Verlangen verleiht dem Ring Macht und erhöht die von den Angriffen des Büßers erzeugte Inbrunst. Okay, hatte ich das nicht schon durch... Erhöht die durch Angriff erzeugte Inbrunst? Erhöht die von den Angriffen des Büßers erzeugte Inbrunst. Ist das beides gleich gut? Stackt das? Okay, nee, Moment. Sage. Manchmal, wenn ich in diesen geheiligten Mauern des Friedens bete, spüre ich die Anwesenheit der Dame des bandagierten Schwertes. Manchmal höre ich ihren Atem hinter ihrem goldenen Helm, der ihre Augen verdeckt, während sie in Dunkelheit verhüllt wartet. Manchmal höre ich ein Raunen, das wie ein endloses Gebet klingt. Dennoch habe ich sie nie wieder kommen noch gehen sehen. Was oder auf wen wartet sie? Dann schauen wir mal, ob wir hier die richtige Stelle erwischen. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Und damit haben wir auch das Teil oder dicht gemacht. Also aufgeklärt, das will ich damit sagen. Und dann wäre das... Ach, okay, stimmt. Hier waren die zwei Sachen noch. Aber interessant, wie viele Blöcke es tatsächlich sind, die man halt für 1% braucht. Oh, das scheint auf zu sein jetzt. Ich frage mich, warum. Ob das vielleicht mit der Büßerin, der wir geholfen haben? Oh, es ist Chrysanta, oder? The severed crimson bindings now reveal my agony. They are uneasy to see you, the architect of sacrilege, here at the end of this bitter, somber and desolate path. His Holiness, our Father, awaits you under the marble of his white deambulatory. He will achieve that which my bandaged sword could not. He will leave you on your knees in the ashes of the holy tree that once burned. He will lay his merciful hand on your forehead, sanctifying the end of your blasphemy. Das ist aber blöd. Aber den haben wir schon mal aufs Maul gehauen. Leave me alone with these lies, with the chimera, with the delirium of my own pain. Leave me alone. Darf ich deine Waffe mitnehmen? Ich meine nur, die ist fetter, die ist größer, die ist mächtiger. Okay, schauen wir nochmal. Okay. Jo, gut, dass wir hier waren. Ja, was heißt gut? Dann ist jetzt die Frage, ob es tatsächlich noch die beiden Knubbel sind da hinten oder ich gehe davon aus, ich habe noch mindestens... einen Geheimraum noch nicht gesehen, weil ansonsten wüsste ich wirklich nicht, wo noch der letzte Engel sein soll. Ich meine, was mir noch einfallen würde, wäre mit den fast vollständigen, also mit 37 von 38, nochmal zu dem Gemälde zu gehen, wo wir den Engelmeister gefunden haben. Ich meine, ich könnte... Ja, komm. Komm, probieren wir mal. Also, dass ich dann einfach nur die Sachen hier noch aufdecke. Ich hoffe, das kriege ich hin. Nachdem wir jetzt stärker sind.
Aber hey, immerhin habe ich jetzt diese zwei letzten Knubbel hier unten nochmal weg. Das ist doch auch was. Und so ein kleines Intermezzo. An der Stelle hier habe ich übersehen, dass der hier noch war. Oh, und einen Schatz habe ich auch übersehen. Hoho, den habe ich gar nicht eingetragen. Ich Depp, ich Trottel. Zambra an die strahlende Krone. Hymne an die Strahlen der Sonne, die großzügig selbst die dunkelsten Orte bescheinen. Ihr Segen vergrößert vorübergehend die von Mea Culpa geernteten Tränen. Viele verzehren sich nach diesen Resten des Mirakels, aber die Gier kann sie daran hindern zu erkennen, was wirklich zählt. Ich kann eure Hand nicht halten. Nun, da ihr im Wind unter den Bäumen schlaft, kann ich nicht zu euch sprechen. Nun, da ihr mit den Mitternachtsgrillen singt, kann ich euch nicht sehen. Nun, da ihr aus der Sonne in den heißen Sand blickt, kann ich euch nicht vergessen, denn ihr werdet immer ein Teil von mir sein. In Gedanken an Mariano Sola. Okay, ich habe keine Ahnung, wer Mariano Sola ist. Und damit haben wir den letzten Engelsgleichen in unser Inventar gepustet. Was nice ist. Okay. Zum Glück gibt's gleich einen Teleporter hier neben. Dann schauen wir uns doch mal an, was der Lohn der Mühen ist, alle 38 bekommen zu haben. Joyful are your returning steps. You have found all of my brothers imprisoned by the miracle. Now that they are free, they will be able to protect all souls in penance, as well as your own. Come closer and take this piece of moon. With it, one of my holy brethren will join you whenever necessary. Contrite be the heart, penitent one in good fortune. Campanilero an die Söhne der Aurora. Oder so ähnlich. Könnte ein weiteres Anrufungswunder sein. Weil davon fehlen uns ja quasi noch die meisten. Ja, tatsächlich. Okay, dann fehlen uns auch nur noch vier. Gut. Alter Gesang an den Mond, um seine Abkömmlinge zur Hilfe zu rufen, beschwört eine Gruppe von Cherubim, die den Büßer begleiten und nahe Feinde attackieren. Die Sage: Wir knien in Demut den Blick zu Boden, doch wenn ihr uns laut beim Namen ruft, kommen wir in Legion zum Tag eurer Bestrafung, hoffend auf eure Entsühnung. Wir knien in Demut den Blick zu Boden, doch wenn eure Hand sich hebt, kommen wir in Legion zum Tag eurer Bestrafung. Hoffend auf eure Entsühnung. Dann hoffe ich, dass das gescheit ist, wenn wir das im Endkampf ausprobieren. So, ich bin jetzt hier. Danke. Vor Escribar wieder. Ich habe nochmal nachgeguckt, ob jetzt dieser Dornenkranz von Custodia etwas Besonderes noch an Lore enthält. Ist aber nicht der Fall. Wow. Cool, jetzt macht er wieder nichts. Okay. So kann's auch gehen. Bitte jetzt ein bisschen mehr Freude für den Endkampf. Oh, das ist die Tatsache, dass du einfach nur Glück haben musst, dass du möglichst viele Treffer überhaupt landen kannst, indem die. Und dann dieses Scheißschwert. Danke für keine Plattform. Ja, und dann kommt das. Danke. Danke für nichts. Yay, ich komme da oben nicht hin. Yay. Ich habe das Ding wirklich nicht gesehen. Okay, jetzt kann ich hier wenigstens mal. Mal draufhauen.
Du kommst ja nicht dazu, irgendwie mal eine Combo zu überhaupt durchzukriegen hier eben. Oh. Na natürlich. Okay, ich habe gedacht, das schützt mich. Der Bubu-Bumerang. Oh ja. Jawohl! So, und mit dem Quest-Item im Inventar, was wir vollständig aufgebessert haben, ändert sich jetzt hier erstmal am Endresultat des Bosskampfes nichts. Aber wir sollten jetzt in der Lage sein, den Aschehaufen zu überqueren. Summa Blasphemia, die zweite. Und auf dann... Ein letztes Mal schauen wir uns diesen Berg mal an. You have freed his holiness from his afflicted torment. And now he walks by the old processions on the other side of the dream. The cradle of the grievous miracle. The final relic. The grail of blood and gold that emanated from the forehead of the father as he silently lamented the moment of his blessed twisting. That first relic is here, at the top of the Ashen Mountain, next to the Turn Throne where His Holiness was kissed by a miraculous pain. And now, your final communion with the miracle awaits. Only you will be able to know how much of it has seeped into your guilty heart. Okay, das sollte es jetzt sein. Your communion. Schauen wir mal, ob wir jetzt auch wieder versinken, wobei das irgendwie... Ja, die Kamera geht nicht mehr so weit runter. Wir schaffen es! Der Thron, der Finale ist dort! Jetzt wird er zu Ex-Death. Thus came the moment of final communion with the sword born of guilt. A last sacrifice in order to finish penance and break off with the ungodly will of the grievous miracle. But the plans of the miracle are capricious. Penance never ends, but changes, hurts. And condemns at will. There is no place for the penitent one on the other side of the dream. His place is here among us. He is the new father and the last son of the miracle, recipient of our prayers forever. Außer vielleicht, es gibt einen neuen Büßer. So, aber den Abspann, den schaue ich jetzt nicht nochmal an. Weiß es nicht, ob es am Ende noch einen Zusatzscreen gibt? And thus shall your name be erased under the heavens.
Ja. Chrysanta wäre das, glaube ich, gewesen, der Stimme nach zu urteilen. Okay. Das war das Ende, das zweite Ende, das in Anführungszeichen gute Ende. Macht damit, was ihr wollt. Es gibt, und das ist jetzt, wird jetzt wahrscheinlich doch 2 Folgen oder vielleicht sogar 3 dauern, bis wir jetzt dieses Zusatzende gesehen haben. Wie gesagt, für mich jetzt eine große, lange Session gewesen. Es gibt noch ein drittes Ende. Ich habe nur ganz grob überflogen, was man für das dritte Ende machen muss. Und das dritte Ende wurde mit einem großen Update, also das Spiel ist jetzt, oder DLC 3, ich weiß es jetzt nicht genau, wurde dem Spiel hinzugefügt. Und jetzt höre ich vielleicht mindestens McUnknown und schreien, ey, du hast die Schlange ja gar nicht besiegt. Ja, das ist auch Absicht. Nämlich, nicht, dass ich euch diesen Bosskampf vorenthalten will, aber die Schlange und auch diese Todessängerin, wo ich ja wirklich, wirklich, wirklich verzweifelt bin, weil der Bosskampf der mit Abstand schwerste in diesem Spiel war, den ich zumindest bis jetzt gemacht habe. Das sind 2 Bosse, die sind wohl später hinzugefügt worden über dieses Update und man muss diese 2 Bosse besiegen. Aber damit ist es nicht getan. Wie gesagt, ich hab die Bedingungen nur grob überflogen. Ich weiß nicht genau, was man machen muss. Aber das, was ich überflogen habe, hat schon gereicht zu erkennen, ich kann in diesem Speicherstand dieses Ende nicht mehr erreichen. 2 Gründe gibt es dafür. Grund Nummer 1 ist, ich darf Esdras nicht töten. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wer zum Teufel ist Esdras? Das ist dieser Typ mit seinem Glockenhammer, der uns auf der Brücke vor der Mutter der Mütter, nachdem wir die 3 Gesichter getroffen haben, bevor wir in die Mutter der Mütter gelangt sind, uns angegriffen hat und der mit dem Geist seiner Schwester redet. Und wir dürfen ihn nicht töten. Wir dürfen anscheinend auch diesen Kampf in einer Form nicht führen oder triggern, weil man, es ist jetzt nicht so, dass man irgendwas in diesem Kampf vollziehen muss, damit er quasi nicht stirbt oder sowas, wie es beispielsweise bei Richter ist in, das ist noch gleich, Symphony of the Night. Sondern man muss einen Weg finden, das große Grab seiner Schwester vorher zu erreichen, bevor man ihn bekämpft. Und wenn man das getan hat, bekämpft man ihn nicht, sondern er dient dann als Questgeber, der einen dann auf die weiteren Pfade führt, um das dritte und das kanonische Ende tatsächlich, Dankespiel, dann auch erreichen zu können. Es gibt auch noch eine zweite Sache und zwar darf man, ich habe es jetzt nicht genau gelesen, was es ist, man muss aber gewisse Dinge noch machen, bevor man Chrysanta tötet. Nicht tötet, aber bekämpft. Also ist der vorletzte Boss, die wir in dieser einen Halle getroffen haben. Und das heißt, ich habe 2 Dinge nicht getan, die ich hätte tun müssen, um das dritte Ende, das Ende C, ja, freizuschalten oder dass wir das sehen können. Das bekommt man wohl es auch mit einem neuen finalen Boss und so weiter zu tun. Jetzt ist das vielleicht für euch ein Downer, wenn ich sage, ich werde jetzt nicht innerhalb eines Tages das ganze Spiel nochmal durchspielen. Das mache ich nicht. Dass diese Folge oder das, der Aufwand, den ich jetzt betrieben habe, um so viele Items noch einzusammeln, auch wenn es noch nicht alle gewesen sind, das war schon sehr, sehr viel. Also, da, eigentlich werde ich mir wahrscheinlich Schimpfe von meiner Frau anhören dürfen, weil ich hier jetzt 4 Stunden oder noch mehr verbraten habe dazu, das noch nachzuholen. Weil einfach, ich habe leider Gottes andere Verpflichtungen im Leben, die wichtiger sind, als Let's Plays aufzunehmen. Und dementsprechend ist es so, dass ich sagen würde, also ich Folgendes sagen würde. Ende C ist ein eigenes Let's Play wahrscheinlich für sich. Ich muss, und das, ich weiß es nicht, ich habe in Reddit dazu auch einiges gelesen, alle empfehlen, nimm dir ja einen Guide zur Hand, wenn du das Ende C sehen möchtest, und spiel nach diesem Guide. Und das ist für mich tatsächlich eine große Kritik, weil wenn du etwas so verschwurbelst, und das auch noch als das kanonische Ende des Spiels, worauf dann der zweite Teil aufbaut, voraussetzt, dann ist was schiefgelaufen. Nichtsdestotrotz ist dieses Spiel hier wahnsinnig toll und wahnsinnig gut. Empfehle ich jedem, der was mit Metroidvanias anfangen kann und einem höheren Schwierigkeitsgrad nicht abgeneigt ist. Dieses Spiel ist fantastisch, aber ein in Anführungszeichen geheimes Ende, was du eigentlich nur mit einem Guide scheinbar erreichen kannst, als kanonisches Ende hinzustellen und als Voraussetzung für den zweiten Teil zu machen, halte ich für, gelinde gesagt, großen Mist, aber nichtsdestotrotz. Deswegen folgender Vorschlag,
NDC ist ein zukünftiges Let's Play, nicht das komplett hierauf nachfolgende, sondern ein zukünftiges, damit ich mal an einem, weil ich nicht längeren Wochenende, falls demnächst nochmal eins ist, damit ich die Voraussetzung erfüllen kann. Ich würde, bevor ich, es gibt wohl so eine Art, ich habe mir das noch nicht angeguckt, ich habe es nur irgendwie mal überlesen, überflogen, eine Art New Game Plus. Ich hoffe, dass man sämtliche nicht, also Key, also dass man alles, was ich erspielt habe, dass ich im New Game Plus auch beibehalten darf. Vielleicht mit Ausnahme genau der Items, die man halt von den Bossen im Spiel bekommt, die man besiegen muss, um halt eben nicht sofort direkt wieder zum Endboss laufen zu können. Also das wäre für mich komplett in Ordnung. Wenn ich den Rest alles behalten darf, dann ist alles gut. Dann muss ich nämlich nicht wieder so ein 100%, also war jetzt kein 100% Run hier, aber es ging schon sehr, sehr stark in diese Richtung, würde ich mal sagen. Ich gucke mal. Ich meine, wir haben 99% der Karte. Da fehlt noch eventuell ein oder zwei kleine Geheimräume, um daraus die 100% zu machen. Und hier fehlen mir jetzt noch 1,55%, um das zu vervollständigen. Also ist schon, ich habe schon sehr, also blind, bis auf jetzt das, was hier das Aufräumen zu Ende war. Wie gesagt, da habe ich mir ein paar wenige Sachen anlesen müssen, weil ich nicht drauf gekommen wäre. Aber ich bin sehr zufrieden, dass ich blind, wie weit ich da gekommen bin. Und deswegen, wenn ihr dem Gedanken nicht abgewandt seid, dass wir nochmal ein zweites Let's Play zu diesem Spiel machen, was da bedeutet, ich würde diesen Spielstand hier nochmal neu laden. Ich würde diesen Spielstand, würde mir nochmal angucken, was mir noch genau fehlt, was ich hier in diesem Durchgang noch an Items bekommen kann. Ich würde sie dann auch noch holen. Also jetzt nicht als Fortsatz dieses LPs, sondern als Anfang des nächsten dann hierzu. Und dann würde ich ins New Game Plus gehen und dieses dann nur die Dinge tun, die benötigt werden, um das NDC erreichen zu können. Und sollte es so sein, dass man wieder auf, ich sag jetzt mal, mehr Culpa Stufe 1 anfängt, ja, und auch die Lebenspunkte nochmal alle einsammeln muss, ja, mei. Das ist jetzt aber jetzt, glaube ich, dann auch nicht so der große Downer. Ich hoffe inständig, weil, wie gesagt, wir müssen die Schlange und die Sängerin besiegen. Ich hoffe inständig, dass ich dann nicht nochmal weil ich nicht 90% aller Knochen einsammeln muss. Das wäre so ein Grund zu sagen, dann lieber vielleicht doch nicht. Aber ich warte erstmal ab, was ihr jetzt hierzu sagt und hierzu schreiben werdet, falls ihr was schreibt. Ansonsten ist jetzt hier erstmal Ende des Let's Plays. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dass wir uns dann demnächst mal wiedersehen. Macht es gut und ciao.